apocalypse. Achtung, Einsatzalarm. So, ich muss nach oben. Aktiviere sofort die Sirene, denn ich bin gerade ganz alleine auf der kleinen Rettungswache hier in Waldstätten. Sirene ist an. Hoffentlich werden die Kollegen alarmiert. Unter anderem auch natürlich die neuen Kameraden, die hier in unsere Feuerwehr vor kurzem eingetreten sind. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt ganz, ganz schnell die Autos voll bekommen und wir ausrücken können. Einsatzstichwort lautet mörderischer Brand. Auf dem Feldweg 1 brennt diese große Erntemaschine. Das Telef ist schon mal voll besetzt, das ist gut. Und, Alter, das gibt's dann. Die kommen angerannt hier, das ist so Wahnsinn. Das Elef ist jetzt auch voll besetzt. Ist das schön, Leute. Endlich. Endlich haben wir wieder eine tolle Besatzung hier. Das sind aktuell auch schon so viele Kameraden dazugekommen, dass zwei Fahrzeuge eigentlich gar nicht mehr reichen. Wir bekommen da mit den Kollegen, die wir haben, bekommen wir locker 4 Fahrzeuge voll. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Vorher war richtig Mangel. Da wollte niemand irgendwie eintreten. Hat irgendwie keine Lust drauf gehabt, was auch immer. Und jetzt, geil, ich freue mich richtig, wirklich. So, wir rücken aus mit dem TLF in Richtung mörderischer Brand. Los geht's, viel Spaß mit dem neuen Video, liebe Freunde. Die Polizei ist auch schon vor Ort. Die hat uns nämlich angerufen. Der mörderische Fahrer ist anscheinend noch in der Erntemaschine. Das klingt jetzt für uns ziemlich ernst. Menschenleben in Gefahr. Wir rücken natürlich sofort aus mit dem TLF. Wir sind ja auch gleich schon vor Ort. Die Polizei kommt leider nicht weiter ran an den Drescher, weil der aktuell in Vollbrand steht. Aber wir sind gleich da. Also wir geben unser Bestes. Jetzt die nächste Reihen, hier einmal rechts und dann sind wir vor Ort. TLF am Einsatzort eingetroffen, Heiligentour nehmen, Scheibe aufbrechen, hol den Fahrer raus. So, das ist natürlich jetzt ein Manöver, was schnell gehen muss, deshalb Heiligentour regelt. Das kommt jetzt sofort mit und mit rüber zum Drescher, damit wir den Fahrer rauskriegen. Das sieht nicht gut aus. Natürlich hat sich das Feuer schon weiterentwickelt bei dieser Dürre, die wir hier aktuell haben in Waldstätten. Es ist furztrocken, es regnet hier gar nicht eigentlich. Wenn, pisst es so ein bisschen, also richtig Nieselpiss. Und das war's dann, ne? Mehr passiert hier leider nicht. So. Hier können wir erstmal alles anmachen und in der Zwischenzeit holen wir gleich das nächste Fahrzeug. Das Elef wartet nämlich, ne? Das volle Elef mit den ganzen Besatzungsmitgliedern hier, das ist so Wahnsinn. Ach, toll, dass wir die kleine Ortsfeuerwehr voll bekommen haben wieder. Richtig schön. Natürlich ist es so, dass wir jetzt zum größten Teil jetzt bei diesem Einsatz auf unseren Fahrzeugen neue Kollegen mit bei haben, die bisher nur die Feuerwehrgrundausbildung haben, also sprich Truppmann 1. Heißt aber nichts, ne? Da lernt man ja wie gesagt die grundlegenden Sachen in der Feuerwehr. Also es ist jetzt für die manchen
für manche Leute jetzt hier, für die meisten Kollegen, die wir jetzt bei haben, auch der erste richtige Einsatz. Ne? Die sind natürlich dementsprechend auch ganz schön unter Druck. Mal gucken, was da passieren wird noch. So, alle Mann absitzen, Löschwasserabgang, Löschwassereingang aufbauen und dann zur Brandbekämpfung vor. So, das TLF hat schon mal die Schnellangriffsvorrichtung vorgenommen. Das LF bereitet sich vor mit zwei C-Rohren in Richtung des Brandherdes. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Das werden wir so nicht hinkriegen. Wir werden auf jeden Fall den Röscherbrand unter Kontrolle bringen können. Achso, ich habe den Monitor gar nicht gedreht hier oben. Das werden wir auf jeden Fall locker fluffig hinkriegen, aber den restlichen Brand, ich glaube, das kriegen wir alleine jetzt nicht unter Kontrolle. So, dann kommt jetzt erst nochmal der RTW, denn der Fahrer muss natürlich auch versorgt werden. Der wurde jetzt schon per Crash-Rettung aus dem Mähdrescher entfernt. Er wurde rausgerissen, weil er nicht von selbst rauskommen konnte. So, deshalb wird er jetzt erstmal gleich versorgt von den Rettungssanitätern auf den RTW hier vom kleinen Dorf von Waldstetten. Okay, RTW ist vor Ort. Wir kümmern uns hier natürlich sofort um die verletzte Person. Natürlich hat sich der Fahrer dabei auch verletzt bei dieser Aktion. Was auch immer da passiert ist, das haben wir bisher noch nicht rausbekommen. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um den Fahrer. So, Traumalicht machen wir mal an. Zum Entspannen ist das immer das Beste. Und in der Zwischenzeit holen wir erstmal noch die Nachbarfeuerwehr. Ne? Ich glaube, die Feuerwehr Waldstetten, die große Berufsfeuerwehr, ist näher dran als die Nachbarfreiwillige Feuerwehr. Also holen wir mal hier die BF dazu. Mit dem TLF auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen sogar beide mit. Ne? Sicher, sicher. Dass wir hier auch gleich mit Monitor auf dem Dach zur Brandbekämpfung vor können. Guck mal, da kommen wir genau hier vom Hügel. Können gleich auf der anderen Straßenseite hier den Brand bekämpfen. So, dann einmal ausrichten. Wartet. So, in die Richtung am besten. Und dann können wir hier sofort auch schon loslegen. So, dann einmal Pumpe an. Na, das war der Lichtmast. War die falsche Taste. Hier müssen wir. So, Pumpe an. Monitor auf dem Dach läuft und dann kommt gleich als nächstes das zweite TLF zum Einsatz. Das sind ja auch extra spezialisierte Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge, die natürlich für sowas hier gebaut worden sind. Ne? Die können dementsprechend auch hier so eingesetzt werden. So, deshalb sind die auch hier sofort ausgerückt und unterstützen die Feuerwehren, die jetzt vor Ort sind, also beziehungsweise die kleine freiwillige Feuerwehr. So, auch den Monitor nehmen wir hier beim Fahrzeug. Ich komme gerade schon wieder nicht ran. Die Klappe geht nicht auf. Die Heckklappe geht nicht auf. Warum? Ich stehe doch gar nicht so dicht dran. Jetzt. Ach, wer weiß, was das war. Keine Ahnung. So, dann können wir auch hier den Monitor auf dem Dach ausrichten in Richtung des Brandes und dann können wir den hier locker flüppig eindämmen. So, und dann gucke ich mal noch, was können wir dann noch für ein Fahrzeug nehmen. Wir nehmen am besten noch das andere TLF mit, dann haben wir wirklich so viel Wasser vor Ort,
Da weiß man gar nicht mehr, wohin mit den ganzen. Nee, Quatsch. Also das ist wirklich richtig stark von den Feuerwehren, wie die sich alle untereinander unterstützen. Gerade auch die Berufsfeuerwehr, die freiwilligen Feuerwehren, wie die alle zusammenarbeiten, das ist wirklich erstklassig. So wünscht man sich das auch, ne? So, Telef ist vor Ort. Von der Berufsfeuerwehr Waldstätten. Es wurde ein Wasserauffangbehältnis, aufgebaut für die Wasserentnahme, damit wir das Feuer hier ganz schnell unter Kontrolle kriegen. So, und eine Sache habe ich da dann noch. Ein Fahrzeug kommt auf jeden Fall noch mit. Das Fahrzeug, das wirklich am wenigsten benutzt wird. Da wurde auch schon öfters gefragt, wann kommt der MTW zum Einsatz? Der kommt jetzt, liebe Freunde. Der kommt mit. Der darf auf jeden Fall hier nicht vergessen werden. Nicht, dass das irgendwann wirklich nur eintrifft und der irgendwann hier richtig einstaubt und dann irgendwann gar nicht mehr angeht. Nee, nee, also der ist voll besetzt mit Kollegen, mit Kameraden und kommt jetzt hier dementsprechend zum Brandeinsatz mit. Okay, das sieht schon mal gut aus. Also wie schnell wir alle eingetroffen sind hier. Das ist einfach nur mega. Ich feiere das einfach nur. So, dann holen wir unser Strahlrohr raus. Was aktuell immer noch so ein ganz normaler, üblicher Gartenschlauch ist. Ich habe leider noch keinen Strahlrohr gefunden. Beziehungsweise hat das auch noch niemand gemoddet und hochgeladen, dass man sich das runterladen kann zum Beispiel. Aber das reicht erstmal. Ne? So tun als ob ist auch nicht verkehrt. So, das ganze Gerät steht hier in Vollbrand. Ne? Die ganze Erntemaschine. Das ist glaube ich, auch nicht mehr so ein älteres Teil. Das ist schon was Neueres. Ein Topliner von Deutz war. Also das Ding kannst du, glaube ich, komplett vergessen. Wir waren auch trotzdem so schnell vor Ort, aber nee. Das konnten wir auf jeden Fall hier nicht mehr retten. So. Es wurde gerade eben gemeldet, dass das Feuer erfolgreich bekämpft wurde. Jetzt werden natürlich noch Nachlöscharbeiten getätigt hier. Glutnester werden ausfindig gemacht und die müssen natürlich alle vollständig gelöscht werden. Nicht, dass wir hier nach ein paar Minuten wieder anrücken können. Ja, ansonsten hat alles top funktioniert. Der Fahrer wurde rechtzeitig noch befreit. Also er meinte schon, es wurde schon verdammt heiß in der Fahrzeugkabine. Kann ich mir vorstellen. Die Lüftung regelt das, denke ich mal, dann auch nicht mehr. Obwohl der ganze Motorraum stand in Brand. Ich glaube, da hat sowieso nichts mehr funktioniert. Gott sei Dank wurde er erfolgreich befreit aus der Erntemaschine. Hat eine leichte Rauchgasvergiftung hier erlitten. Und der Brand wurde Gott sei Dank rechtzeitig gelöscht und unter Kontrolle gebracht. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte, an die ganzen Feuerwehren, die rechtzeitig vor Ort waren. Tipptopp, besser geht's wirklich nicht. Gut, Leute. Das war's schon wieder. Der Mähdrescher Brand, Vollbrand in Waldstätten ist unter Kontrolle, ist erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, drückt doch gerne ein Däumchen nach oben, kommentiert gerne, wie euch das Video gefallen hat. Kloppt gerne auch Einsatzideen, Einsatzwünsche in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge in alter Frische. Machen wir so, ne? Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.